О, привет. Привет, народ. А почему ты здесь? Да вот думаю, идти ли на немецкий или нет. Du wirst bestimmt alle damit glücklich machen. Es ist höchste Zeit, altes Haus. Ребят, вы чего? Кирилл, и ты, Брут. Wir werden von nun an auf Deutsch sprechen und du auch. Und du müsstest das auch, wenn du mit uns sprechen willst. Ich gehe lieber ein Bier trinken. Wie ein echter Deutscher. Егор, ты можешь? Ты сказал по-немецки. Просто нужно было заинтересовать тебя. И правда, я как-то интуитивно понял, о чем вы говорили. Вот об этом я и говорила. Включенное обучение. Ну что, гений, будешь с нами видео снимать? И как мы его будем делать? Нет, все-таки Мария Владимировна права. Ты тот еще осел. Ты о чем? О поговорке, помнишь? Aus einem Esel machst du kein Reitpferd. Der Esel – это осел. Оглянись вокруг, мы на факультете журналистики. Здесь есть свой ТВ-канал, своя радиостудия, свое издательство. Мы сами журналисты, а ты отличный фотограф. И ты спрашиваешь, как мы будем снимать видеоканал? Точно. А назовем его «Жизнь с акцентом». Ну, судя по всему, ты с нами. Может, я и правда справлюсь. И все не так уж и плохо. Обязательно справишься. Если нет, мы тебе поможем. Мы тебя не бросим, братишка. So, Leute, nun mal im Ernst. Wir sitzen hier schon eine halbe Stunde rum. Jungs, nun ist aber Schluss. Na gut. Wo waren wir stehen geblieben? Antrag auf Zurverfügungstellung. Hiermit beantragen wir die Aushändigung und die Nutzung der Fernsehtechnik des Lehrstuhls für Fernsehen zwecks Durchführung von Dreharbeiten für ein studentisches Lehrprojekt. Vielleicht sollte man konkretisieren, was für Fernsehtechnik wir brauchen. Ja, machen wir das. Und was brauchen wir hier? Eine Kamera, ein Stativ, eine Beleuchtungsanlage. Und brauchst du vielleicht auch den Oscar? Ha? Hi. Was läuft hier eigentlich? Wir sind gerade bei Verfassen eines Briefes an den türkischen Sultan. Darf ich? Mhm. Und ihr seid euch sicher, dass es hier tatsächlich um ein Lernprojekt geht? Und nicht um irgendwelchen Quatsch, den heutzutage jeder mit seinem Smartphone zusammenbasteln kann. Jetzt reicht's. Haha. Man sollte mit Kritik lockerer umgehen können. Umso mehr, wenn man vorhat, Internetstars zu werden. Wozu macht ihr das alles eigentlich? So ist es leichter, eine Fremdsprache zu lernen. Wir verbessern unsere Deutschkenntnisse und können zugleich den anderen helfen. Außerdem möchten wir an dem Wettbewerb der Medienprojekte teilnehmen. Wozu? Die Gewinner werden für ein einjähriges Berufspraktikum beim Fernsehsender nach Deutschland geschickt. Na, wenn es auf ein Praktikum in Deutschland ankommt, da kann man auch ohne einen Videokanal auskommen. Gleb hat mir vor kurzem erzählt, dass er ein Austauschprogramm gefunden hat. Und wer ein Bewerbungsgespräch erfolgreich besteht, bekommt eine Praktikumsstelle. Und auch in Deutschland. Nee, in jedem Fall bringen wir die Sache mit unserem Projekt zu Ende. Wie ihr meint. An eurer Stelle würde ich nur um die Mikrofone bitten und alles andere mit dem Handy aufnehmen und dann an PC schneiden. Auf eine kleine Bitte geht man ja leichter ein. Vielleicht sollten wir dann um nichts bitten. Schließlich habe ich einen Fotoapparat. Wir könnten Videopräsentationen erstellen. Was willst du hier? Möchtest du dich für ein Leistungsstipendium bewerben? Nein, ich möchte vielmehr versuchen, die Zugangserlaubnis zum Fernsehstudio und zur Nutzung der Fernsehtechnik des Lehrstuhls für Fernsehen zu bekommen. Und wieso hast du nichts gesagt? Komm, ich bin auch dabei. Lass mir dir helfen. Aber ich habe bereits den Antrag formuliert. Wenn wir schon zugrunde gehen müssen, dann wenigstens gemeinsam. Gehen wir.
Nun gehen wir in die Studienabteilung. Na toll, der Spaß beginnt. Haben Sie uns geschickt? Ins UMMC. Wie bitte? Multimedia-Lehrzentrum. Kommst du mit? Was immer es auch ist, dieses UMMC. Ich lasse dich nicht alleine. Genehmigung des wissenschaftlichen Projektbetreuers. Na, wir haben es zumindest versucht. Warum schaut dieser Büste drei? Um die Ausrüstung zu bekommen, braucht man drei Unterschiede. Unsere, des Mitarbeiters des Zentrums. Hurra! Eine Unterschrift haben wir schon. Und die des wissenschaftlichen Projektbetreuers. Wessen Unterschrift? Wir benötigen einen Lehrer, der das Projekt genehmigen könnte. Und ich denke, wir müssen uns an Maria Vladimirovna wenden. Auf keinen Fall! Und was schlägst du stattdessen vor? Ich habe eine verzügliche Idee. Komm mit! Wohin? Zu dem Leiter des Lehrstuhls für Fernsehen. Wir fragen ihn. Ich wette, er schickt uns weg. Abgemacht. Wetten wir. Warum wollen wir wetten? Wenn er absagt, dann bist du derjenige, der zu Maria Vladimirovna geht. Los geht's. Los, auf geht's! Maria Vladimirovna hat es unterschrieben. Ich glaube es einfach nicht, dass du es getan hast. Mensch, was hast du ihr denn gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass ich eine Zeit lang im deutschen Sprachunfeld verbringen müsste. Und dass ich mich an der Berliner Universität für ein Auslandssemester bewerben möchte. Und wo ist Ramina? Sie ist mit Gleb wieder irgendwohin weggegangen. Was? Schon wieder mit ihm? Warum hängt er ständig mit ihr herum? Wohin sind Sie gegangen? Entspann dich. Er erzählt von seinem Auslandspraktikum. Wie bist du eigentlich auf die Idee mit dem Auslandssemester gekommen? Wieso? Was denn? Vielleicht bin ich ja auf den Geschmack gekommen. Nun, geht unterschreiben. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ich denke, die Methodik hat Potenzial. Aber mal sehen. Das Wichtigste, dass es Ihre eigene Initiative ist. Glossar zum Video. Wir versuchen es trotzdem. А мы попробуем. Im Begriff sein, etwas zu tun. Oder etwas tun wollen. Собираться что-то сделать. Alles wird klappen. Все получится. Was läuft hier eigentlich? Was geht hier vor? Что здесь происходит?
Wir haben ein Geschäftsangebot für dich. У нас к тебе деловое предложение. Wegen der Noten. Ради оценок, из-за оценок. Spinnst du? Ты спятил? Das war ein Scherz. Это была шутка. Entspannt euch. Расслабьтесь. Eine großartige Idee vorschlagen. Предложить превосходную идею. Habt ihr einen Ersatzplan? У вас есть запасной план? Auf geht's! Вперед! Du wirst bestimmt alle damit glücklich machen. Ты наверняка всех этим осчастливишь. Es ist höchste Zeit. Давно пора. Wie ein echter Deutscher. Как настоящий немец. Sie hatte aber recht. И все-таки она была права. Ein hervorragender Fotograf. Отличный фотограф. Guck mal herum. Оглянись вокруг. Bist du dabei? Ты с нами? Vielleicht kriege ich es doch wirklich hin. Может, я и правда справлюсь? Alles halb so schlimm. Все не так плохо.